Moin Leute, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Enderal. So, ich habe mich jetzt auch nochmal ein bisschen hier umgeguckt und ich habe nochmal die Vögel hier auch, bin ich denen gefolgt. Und da sind genau 4 Eier, also 4 Nester insgesamt. Das heißt, ich habe leider eins verpulvert. Ich weiß aber nicht, ich bin echt nicht sicher. Ich meine nicht, dass die nah spawnen. Wir können aber erstmal vielleicht eins machen. Wir könnten vielleicht erstmal die anderen Eier suchen. Und dann später nochmal kurz, dann nochmal hierher zurückkommen, würde ich sagen. Ansonsten können wir die Quest nicht, also jedenfalls nicht diese Eiergattungen finden. So, dann machen wir erstmal jetzt Schneefallstaverne. Dann gehe ich da jetzt erstmal als nächstes hin. Da. Ich weiß nicht, ich habe auch gelesen, die sollen wohl doch nachspawnen, die Eier, aber ich bin gerade nicht sicher. Wenn, schaue ich vielleicht nochmal, wenn die auch nochmal vorbei ist, hier nach. Ich will dafür jetzt nicht unnötig Zeit verschwenden. Aber ich bin gerade mal den Vögeln gefolgt, per TCL quasi. Und dann, ja, ich habe aber keine gefunden. Also nur die 4 Eier halt, diese 4 Nester. So, da sehe ich schon mal das erste. Da sehe ich schon mal die ersten 2, sehr gut. Hier waren wir definitiv noch nicht, haben definitiv jetzt noch keine Eier gesammelt. Das weiß ich. So, haben wir schon mal die ersten 2. Da haben wir schon mal die ersten 2. Da ist Nummer 3, sehr gut. So, jetzt brauchen wir noch ein Ei. Ach, guck mal, ist da oben. Guck mal, das ging jetzt richtig flott. Geil. Ah, nee. Ach, das habe ich jetzt gerade gehabt. Okay, nee, sorry, das war jetzt Fail von mir. Okay. Moment, wie viel habe ich jetzt? Drei. Ein Gipfelstimme-Ei fehlt uns jetzt noch. Da. Jawohl. Nummer 4, sehr schön. Das heißt, die Gipfelstimme-Eier haben wir schon mal. So, dann jetzt noch die Laubmöwen-Eier. Die sind beim Bauernthron. Gut. Oh, ist Golderz. Das brauche ich auch mal fix ab. Oh, wir könnten vielleicht eins gucken. Wir könnten vielleicht ein A gucken, ob die das vielleicht... wir haben es ja verkauft. Das ist wahrscheinlich wie alles neu respawnt, das Inventar von der Händlerin. Aber wir könnten vielleicht eventuell danach mal nachgucken. So, jetzt erstmal, wo ist der Myrade? Da. Fliegen wir jetzt erstmal da oben jetzt hin. Das hieß der Bauernküste. Myradenturm der Bauernküste. Wohl. Über Myraden. Ach, Quatsch. Was soll ich da groß erzählen? Es sind wunderschöne Tiere, majestätisch und wild. Und gefährlich, wenn man einem Ungezähmten begegnet. Sicher doch. Wohin soll ich euch bringen? So, Bauernküste. Aber jetzt will ich gerade die Quest einfach nur schnell hinter mir bringen. Ich habe auch keinen Bock mehr, diese Eier gerade zu suchen. Deswegen mache ich die Quest schnell durch. Jetzt gerade mit den Gipfelstimme ein, hier ging das gerade erstaunlich schnell, Gott sei Dank. So. Karte. Da vorne müssen wir jetzt hin, beim Bauernthron. Da sehe ich schon mal ein Nest. Laubmöwe. Nummer 1 habe ich schon mal, sehr gut. Obwohl wir gar nicht in der Nähe davon sind. Auch witzig. Ah, da oben sehe ich, glaube ich, sogar noch ein Nest. Aber wie soll man da dran kommen? Da sehe ich sogar noch ein Nest. Sehr gut. Ja, sonst zur Not cheat ich mich, dass man gleich da irgendwo hoch ist. Mir gerade egal. Ich will die Quest fertig haben. Nummer 2. Es ist noch eine Eispranke.
Wie sollen wir denn sonst da hochkommen? Ja, ich weiß, eigentlich will ich sowas nicht machen, aber es ist mir jetzt gerade egal. Natürlich, Leute. So. So, eins fehlt noch. Da oben ist auch noch ein Nest. Tollwütiger Fuchs. Und Nummer 4, laut Möwen Eier 4, ne? Ja, genau. So, dann gehe ich jetzt nochmal nach Ark zurück. Gehe ich nochmal zum Radenwärter. Obwohl, warte mal, wir können Folgendes machen. Ark. Guck mal nach, ob die das verkauft. Glaube ich zwar nicht, weil wir haben die eigentlich alle. Weil ich denke mal, dass die ganzen Inventars der Geschäftsleute wieder alles respawned ist. Gucken wir trotzdem nach. Oder ich habe das in irgendeinen Trank verballert, ich weiß es nicht. Weil er hat in letzten Folgen ja viele Sachen verkauft. Malfas, aber immer doch. Raubvogelei? Nee, es war Feuervogelei. Hat die echt nicht mehr Alchemie-Sachen gehabt? Aber immer doch. Pra. Toll. Ich dachte, das ist eine Alchemistin, dachte ich. Ja? Nein, sie ist nur zum Bestaunen hier. Sagt, was ihr braucht und macht. Nee. Schreitet wohl. Geschweige denn für die Abgabe an exotisches Obst. Morala See. Gewürze, Teppiche, Exquisitäten. Nur das Beste, frisch aus Kille. Sieht selbst. Nee. So, es geht nach oben noch ins Adelsviertel. Wenn nicht, dann ja, dann ist es halt so. Dann suche ich, glaube ich, gleich nochmal, wenn ich die Aufnahme beende, nach dem Ei vielleicht nochmal ein bisschen. Ansonsten, dann können wir halt die Quest nicht ganz abschließen. Aber wir haben wenigstens die anderen Eier abgegeben und ein bisschen Erfahrungspunkte dafür bekommen. Ihr seid Abenteurer, oder? Sicher jede Menge zu erzählen. Es gab Boss Edelwaren. Nein. Da, hier. Genau, bei ihr war das. Ja, selbstverständlich. Was sind das denn für Alchemisten? Ah doch, wollte ich gerade schon meinen. Fischeier. Ah, verdammt nochmal. Feuersalze. Nee. Ich glaube, den habe ich verkackt, glaube ich. Dann können wir die Quest nicht ganz zu Ende bringen. Messer? Ah, nee, Gabov, so oft waren wir bei dem gar nicht. Da brauche ich gar nicht nachgucken. Ich gehe trotzdem mal kurz die ganzen Händler alle am Marktplatz einfach alle ab. Und wer das sich ist, dann geben wir die Eier so ab. Und dann ist gut. Dann mache ich auch erstmal was anderes. Ich habe jetzt auch keine Lust, mich weiter mit diesen Eiern zu beschäftigen. Aber mit der haben wir nicht gehandelt. Mit dem Typen in der Bank haben wir gehandelt, auch in letzter Zeit viel. Schreitet wohl, Messer. Natürlich. Aber verkauft keine Alchemie-Zutaten, okay? Schreitet wohl. Da haben wir auch nicht gehandelt. Mit ihm auch nicht. Da haben wir gerade geguckt. Aber verkauft aber keine Alchemie-Zutaten. Schreitet wohl. Alles, was das Herz begehrt. Nee. Kommt wieder. Beim Schmied auch nicht. Brauche ich auch gar nicht nachgucken. Die auch nicht. Ja. Dann vielleicht noch die beiden vorne. Ah, willkommen. Dies und das. Schaut einfach selbst. Ach, guck mal, da hat er noch ein Hammervogelei hier.
Schreitet wohl. Warum kann die nicht ein Feuervogelei dabei haben? Schreitet? Ich bin mir sicher, ihr werdet etwas finden. Nee. Nee, okay, dann scheiß auf geschissen. Ich gebe jetzt die Eier noch im Füchs ab, bevor ich die auch auszusehen jetzt irgendwie für irgendwas verballer. Nein. Ihr seid nicht von hier, was? Dann ist gut, ey. Wie gesagt, ich habe auch keine Lust, mich gerade weiter mit dieser Quest zu beschäftigen. Messer? Hm? Aber ob das stimmt, dass die respawnen, kann ich echt nicht sagen. Die Eier. Ich hab's gerade irgendwo in so einem Forum gelesen. Ich gerade kurz auch schnell gegoogelt vorhin. Da hat jemand geschrieben, dass die respawnen würden. Aber ob das stimmt, weiß ich nicht. So viel zu tun. Wenn ich eins finde, gebe ich euch auf jeden Fall später noch mal ein kleines Update. Ansonsten war's das dann erstmal. So, mit der haben wir auch viel gehandelt. Was ist das? Der Mondwind. Verursacht 10 Punkte Frostschaden auf Lebensenergie und Ausdauer. Verursacht 5 Punkte Schockschaden und halb so viel Schaden auf Mana. 48 Schaden. Oh, geil. Ich glaube, ich kaufe mir den. Ne, die verkauft auch keine Alchemie-Zutaten. Jetzt haben wir 3 Bögen dabei. So, gebt für Stern mal, wie ihr verlangt. Großartig! Hier, das sollte euch für eure Mühen entlohnen. Ein paar Eier fehlen nun noch. Kommt wieder, wenn ihr sie gefunden habt. So, hier sind noch die Laubmöwen-Eier. Perfekt! Hier! Nehmt das als Entschädigung für eure Mühen. Ein paar Eier fehlen nun noch. Kommt wieder, wenn ihr sie gefunden habt. Ja. Ja, wie gesagt, es fehlen eigentlich noch diese Feuervogel. Also ein verdammtes Feuervogelei fehlt jetzt noch. Obwohl, das ist auch nochmal so eine Händlerin, glaube ich. Warte mal. Hallo. Eli. Was braucht ihr denn? Okay, nee. Okay, jetzt machen wir besser mal irgendwas anderes. So. Dann, was mache ich jetzt mal? Ich glaube, ich mache jetzt mal vielleicht mal ein bisschen Story weiter. In dem Fall machen wir jetzt mal die Quest Engel. Laut den Aufzeichnungen des Erzmagisters befand sich einer schwarzen Steine einst im Besitz der Apothekari des Bundes der Heiler. Ich sollte mich bei ihnen erkundigen. Der nächste Ort, um das zu tun, ist vermutlich das Pesthaus in der Unterstadt. Die Apothekari in der Unterstadt nach dem schwarzen Stein befragen. Entschuldigt nochmal, dass das jetzt gerade so viel Zeit gefressen hat. Das ganze Volk hat das jetzt in Anspruch genommen, diese Eiersuche. Entschuldigt. Aber wir haben es ja jetzt geschafft. Außer ein Feuervogel. Ich weiß nicht, ob ich das irgendwie noch bekomme. Wenn nicht, scheiß drauf. Dann scheißen wir auch auf die Quest. Warum sagt ihr so hier rein? Hinten ist doch ein Zugang runter in die. Einmal durch die Kanalisation in die Unterstadt runter. Gehen wir doch schnell. Sind wir doch schneller da unten. Jetzt haben wir auf jeden Fall 3 Bögen dabei: einer mit dem Feuerschaden, einer mit dem Leben kann und einer, der lebensenergie und auf Ausdauer geht. Also, Westkanal, der war ja von. Das Gatter unten, das heißt, hier sind die Gegner wieder neu gespawnt. Das heißt, ziehen wir mal an so einen Bogen. Ich glaube, Punkte haben wir alles verteilt letztes Mal, ne? Genau. Ich muss nur aufpassen, dass ich die jetzt nicht aus Versehen verbrate. Wenn ich die jetzt verbrate, die anderen 3 Eier, aus Versehen, dann ist ganz vorbei. So, dann haben wir hier so eine Tür. Dann haben wir noch 2 Ratten.
So, ich kann jetzt mal jetzt laufen, bis wir gleich unten, da gleich durch die Tür da vorne sind. Fall krieg ich wieder ein bisschen Geld. Das Herz kannst du behalten. So. So, jetzt mal gucken. Also, beim letzten schwarzen Stein, weil das war ja die Geschichte mit Jesper in der letzten Aufnahme. Wo ja Jesper quasi getötet wurde von seiner Schwester. Aber da kam ja die verschleierte Frau, die uns ja damals geholfen hat, um hier quasi nach Enderal zu kommen. Alles beginnt mit den Träumen. Erinnert euch, oder so hat sie am Anfang des Spiels gesagt. Und hat Jesper halt wiederbelebt, ne? Mal sehen, was dieser schwarze Stein jetzt fordern wird, oder was da jetzt passiert, um ihn zu bekommen. Der Apothekare. Ja, hier waren wir damals mal, um diesen Bauplan für das alte Bandtotem, damit wir die blinden Schiffer töten konnten und auch ihm Schaden zufügen konnten, haben wir das hier gefunden. Es wird schon Klammern, habe ich das letzte okay, mit ihr müssen wir sprechen. So, oberste Schwester Salvina. Wer seid ihr? Ihr kommt nicht von hier, das sieht man euch an. Tue ich auch nicht. Ich arbeite für den Heiligen Orden. Sieh mal einer an. Und was bringt euch hierher? Habt ihr bei all dem Schmutz keine Angst um eure feinen Gewänder? Hab ich nicht. Ich bin hier, weil ich nach etwas suche, von dem ich glaube, dass euer Bund es hat. Nämlich von einem schwarzen Stein. Wisst ihr etwas davon? Was? Nein. Und ich weiß auch nicht, warum zum Henker ihr sie finden wollt. Jedes Kind weiß doch, dass sie verflucht sind. Und jetzt geht. Wir haben hier alle Hände voll zu tun. Oh. Ah, Kalia, was bist du denn hier? Der Sonne sei Dank, endlich finde ich dich. Ich muss mit dir sprechen, es ist dringend. Kalia, wie? Ich bin dir gefolgt. Ah. Es geht um deine Mission. Ich weiß, dass der Großmeister dir aufgetragen hat, die schwarzen Steine zu finden. Und ich glaube, ich weiß, wo der eine ist, den du hier zu finden hoffst. Tatsächlich? Und wo? Weit weg von hier. Und ich kann dir zeigen, wo. Der Punkt ist nur, dass niemand davon erfahren darf. Versprich mir das und ich sage dir, was ich weiß. Ja, gut, ich verspreche es dir. Danke. Glaub mir, mir schmeckt das so wenig wie dir. Aber es geht nicht anders. Komm mit. Okay, aber mal sehen, vielleicht haben wir diesmal eine Quest mit Kalia zusammen. Letzte Quest mit dem Schwarzen hatten wir ja mit Jesper. Da könnte ich mir vorstellen, dass die andere Quest dann eine Solo-Mission ist. Die Apothekarii haben mir damals einen Kanten Brot gegeben, bevor sie mich wieder auf die Straße geschickt haben. Heute wirken die Jahre hier so ewig weit weg. Es ist viel zu leicht, die Kehrseite der Medaille zu vergessen, wenn man erstmal genug Abstand von ihr hat. Keller der Apothekarii. War ich da schon mal drin? Ich weiß gerade gar nicht. So, hier ist es besser. Also, ist dir der Name Dal'Gala ein Begriff? Der Armenheiler? Ja, man kennt ihn sogar auf Nerien. Armenheiler. So nennen ihn manche, ja. Aber das wird ihm nicht gerecht. Dal'Gala half jedem, ungeachtet seines Wohlstands. Und der einzige Unterschied war, dass er die Reichen bezahlen ließ und die Armen kostenlos behandelte. Weißt du auch, warum er Ark damals verlassen hat? Vage. Hat er nicht irgendeinen Streit mit dem Bund wegen seiner Methoden? Richtig, ja. Für ihn heiligte der Zweck die Mittel. Einem verletzten Soldaten soll er zum Beispiel ein verlorenes Bein durch ein neues aus Trollknochen und totem Fleisch geschaffen haben. Oh. Der Bund hielt solche Praktiken für wegelos, aber Dal'Gala wollte nicht einlenken. Und so kam es zu dem Bruch.
Er verließ Ark und bezog ein abgelegenes Schloss im Nordwindgebirge. Es muss auch Grenzen geben. Muss es das? Den Rest der Geschichte kennst du ja vermutlich. Auf seinem Schloss begann er sich irgendwann abzuschotten und irgendwann verschloss er die Tore und von ihm und seinen Dienern ward nie mehr gesehen. Die Apothekarii schieben das auf seine Exzentrik, aber ich glaube, dass mehr dahinter steckt. Lass mich raten, du glaubst, der Stein ist irgendwie in die ganze Geschichte verwoben, richtig? Ich weiß es. Kürzlich habe ich die Aufzeichnungen eines der wenigen Lehrlinge, die ihn in den Norden begleitet haben, gelesen. Und hier wird es interessant. Dal'Galar forschte in seinem Schloss an etwas, das er den Engel nannte. Niemand außer ihm durfte seiner Herstellung beiwohnen und er heuerte Söldner an, um ihm allerlei Dinge für die Forschungen daran zu bringen. Das Kind kann am Hüpfen war. Seltene Kräuter, Relikte, dergleichen. Und eines dieser Relikte war ein kleiner dunkler Stein, glänzend wie die Haut eines Aals. Wie das Kind am Hüpfen ist? Sogar auf einem Bein. Der schwarze Stein und du glaubst, er ist immer noch in diesem Schloss. Ja. Was denkst du, Saira? Das klingt doch nach einer Fährte, oder? Okay. Klar, aber warum jetzt die Geheimnistuerei? Auf die Frage habe ich gewartet. Aber gut, keine halben Sachen mehr. Ich interessiere mich dafür, weil es ein Gerücht darüber gibt, was genau dieser Engel werden sollte. Okay, und was? Ein Talisman. Und zwar einer, der es seinem Träger ermöglicht, jede erdenkliche Krankheit dieser Welt zu heilen. Selbst Fleischmaden, Gelbfieber oder den schwarzen Tod. Ach so, und auch dein... Und ich will den Engel finden. Naja, dein Problemchen. Aber wieso? Ist das nicht offensichtlich? Weil ich Heilung will. Eigentlich schon, aber für unseren Charakter anscheinend nicht. Ja, du willst dieses Wesen nie verbannen, richtig? Ja. Wenn es auch nur den Hauch einer Chance gibt, dass da draußen irgendetwas existiert, das mich davon befreien kann, muss ich sie nutzen. Und deshalb darf der Orden auch nicht davon erfahren. Sie würden das Artefakt konfiszieren und untersuchen, noch bevor ich herausfinden könnte, wie es funktioniert. Und was soll ich schon sagen, wenn sie mich fragen, wofür ich es benötige? Niemand darf die Wahrheit erfahren, nicht bis dieses Wesen gebannt ist. Und jetzt genug von meinen Beweggründen, Saira. Wir müssen planen, wie wir weiter vorgehen. Ja, du hast recht. Wie kommen wir zu Dal'Galas Schloss? Es ist im Norden, richtig? Ja, ich habe eine Karte, die uns den Weg von der Schneefels-Taverne aus weist. Geh dich ausrüsten und triff mich dann einfach dort. Und danke. Es tut gut zu wissen, dass ich in der Sache nicht alleine bin. Gut, Kali in der Schneefels-Taverne treffen. Ja? Aber wir können vielleicht noch ein bisschen so mit ihr sprechen. Was hältst du von den derzeitigen Geschehnissen? Bis zum Erscheinen dieses Korex dachte ich, die Dinge entwickeln sich endlich zu unseren Gunsten. Der Siegelstein und dieses Leuchtfeuer. Aber ein Krieg mit Nerim ändert alles. Sie übertrumpfen uns in Manneskraft, Ausrüstung, einfach allem. Hoffen wir, dass die Mauern Arks wirklich so widerstandsfähig sind, wie man sagt. Ich hätte noch ein paar Fragen zu diesen Kreaturen, die in diesem Etwas... Wenn es sein muss. Was willst du wissen? Okay, so viel. Das, was in Alt-Tutul gerade geschehen ist, so etwas schon öfters passiert? Dann wäre ich jetzt vermutlich nicht hier, oder? Nein, für gewöhnlich beschränkt es sich auf Gedanken. Und das öfter, als du denkst. Okay. Es ist, als sehe ich die Welt durch andere Augen. Oder zumindest ist da immer etwas anderes im Hintergrund, auf der Lauer. Es ist ein ewiger Kampf, Saira. Ich weiß nicht, ob du das nachvollziehen kannst. Angenommen, dieses Wesen würde dich vollkommen übernehmen. Wie würde sich das äußern? Würdest du dich verwandeln? Das weiß ich nicht. Und um ehrlich zu sein, will ich es auch nicht wissen. Wie schon gesagt, wenn ich es wirklich war, die das Massaker in dem Dorf angerichtet hat... Wenn dieser Erinnerungsfetzen nicht nur das Überbleibsel eines Traumes war, dann ist die Antwort auf deine Frage, ja, ich würde mich verwandeln. Aber so weit wird es nie kommen. Darauf hast du mein Wort. Warum belaste dich das Ganze eigentlich so? Von dem, was ich bisher gesehen habe, macht es dich doch verdammt mächtig. Ja, aber zu welchem Preis? Es ist nicht das, was äußerlich passiert, wenn es versucht, mich zu übernehmen, Saira. Zumindest nicht nur. Es sind meine Gedanken, meine Gefühle. Du Bauchredner. Stell dir vor, du gehst allein durch einen Wald. Du hörst schweres Atmen und ein Schluchzen. Und als du seinem Ursprung auf den Grund gehst, findest du einen verwundeten Jäger. Er ist von einem Bären angefallen worden. Schwer verwundet und deliriös und er erkennt dich nicht.
ich, also der Teil von mir, der ich selbst bin, würde diesem Menschen helfen. Aber in dem Moment, in dem ich das Blut sehe, den Geruch von Tod, dann sind da diese anderen Gedanken. Also verfechtet diese Art Blut, diese Art Rausch, ne? Die Gedanken des Wesens. Ja. Dieser Anblick, er würde es erregen. Ich kann es nicht besser formulieren. Und wenn ich mich ihm hingeben würde, er würde den Jäger... Verzeih mir, Saira, ich kann das nicht. Es tut mir leid. Alles in Ordnung. Danke für dein Vertrauen. Ja, es ist ungewohnt, mit jemandem so offen darüber zu sprechen. Okay. Ja gut. So, langer Questlog. Engel, nachdem sich meine Suche in der Unterstadt als fruchtlos entpuppte, sprach mich Kalia an. Sie war mir gefolgt und behauptete, eine Fährte zu den schwarzen Stein zu haben. Dalgala war gnadigter Heiler, Exzentriker und in Vergessenheit geratene Legende. Laut Kalia forschte er, nachdem er Ark aufgrund eines Streites mit dem Apothekarii verlassen hatte, in einem geheimen Projekt, das er nur den Engel nannte. Kalia vermutete, dass es sich dabei um ein Art Talisman handelt, der alle Krankheiten zu heilen vermag, dass es ein Bestandteil davon der schwarze Stein ist. Kalia und ich werden zu Dalgalas mittlerweile verlassenem Schloss reisen und der Sache auf den Grund gehen. Ich soll sie in der Schneefallstaverne treffen. Da waren wir doch gerade eben, um diese Gipfelstimme-Eier zu finden. Gut, jetzt müssen wir erstmal wieder hier rauslaufen. So, Moment, gibt's hier nicht ein Schnellreiseschilder? Ich schau mich gerade noch ein bisschen hier um. Lasst mich! Da vorne. So, gehen wir mal Haupttor. So, perfekt. Jetzt sind wir jetzt wieder hier draußen. Sehr gut. So. Schneefallstaverne. Haben wir hier einen Myraden in der Nähe? Obwohl, ich kann mich doch einfach teleportieren. Was soll der Geiz? Ich hab doch noch genug hier davon. 8 Stück haben wir doch davon. Zack. Wir können uns jetzt auch mal hier in der Schneefallstaverne umschauen, weil bis jetzt waren wir noch gar nicht da drin. Wir haben uns nur hier drumherum ein bisschen umgeguckt, aber hier haben wir uns noch gar nicht umgeguckt im Inneren. So. Söldner. Schreitet wohl. Wie ist die Lage in der Wildnis, mein Freund? Das fragt ihr noch? Ja. Diese verdammten Gelbröcke sind überall und sie plündern und morden, wohin sie gehen. Freie Völker Nerims. Das sind Verbrecher, nichts weiter. So, ich gucke, ob ich noch ein paar Sachen ablegen kann. Ah, genau, diese rote Sonne. Kann ich mal kurz hier ablegen. So, dann gucke ich mal kurz hier. Genau, dann haben wir das Golderz. So, zack. Ich guck mal, noch was hier draußen rumliegt. Ich gehe mal einmal kurz nochmal außen rum. So, ich hab gerade schon gewundert, wer läuft denn hier lang? Ah, jetzt haben wir hier irgendeinen Schuppen. Das fällt mir wie vor Schuppen vor den Augen hier. Holzblock. Ah, hier ist auch noch ein Ausgang, Eingang zur Schneefallstaverne. Boah, ich bin trotzdem jetzt froh, dass wir diese Eierquest jetzt hinter uns haben. Außer, ich weiß nicht, wie gesagt, ich gucke offscreen später nochmal nach, ob ich nochmal so ein Ei finde. Wenn nicht, dann auf die Quest geschissen, einfach, ganz ehrlich. Und das soll mir jetzt helfen? Schreitet wohl, Mäßiger. Aber ich habe getan, was ihr wolltet. Also, wo ist mein Geld? Boah. Danke für eure... Ist die Zeit schon wieder vorbei? Gerne doch. Startet die Spuren, die wir hinterlassen. Oh, neue Quest, okay. Mit der jungen Aterna sprechen. In der Schneefelstaverne vernahm ich ein Gespräch zwischen einer jungen Aterna und einem Söldner. Die Spielmannsfrau schien alles andere als erfreut von dem Bericht des Mannes. Vielleicht sollte ich ihr meine Hilfe anbieten. Oh, komm, wir machen. Kennen wir uns? Nein, noch nicht. Ich bin der Talos. Aha. Esme. Esme ja Leal.
Kann ich euch irgendwie helfen? Galeal. Komischer Name. Der hat auch so eine Witcher-Robe, glaube ich, an oder Witcher-Rüstung. Was war es vorhin, euer Gespräch mit dem Mann? Ich bin ja gar nicht neugierig oder so. Was? Ach, das. Eine weitere Pleite, würde ich sagen. Aber das soll nicht eure Sorge sein. Vielleicht kann ich ihr helfen? Der tapfere Messer hilft der Dame in Bedrängnis. Natürlich. Wie nobel von euch. Warum? Ich habe etwas von einem Sold gehört. Nee, darf denn ein Messier denn einer Dame nicht mehr seine Hilfe anbieten? Natürlich darf er das. Aber man sieht Hilfsbereitschaft dieser Tage selten. Vor allem als Rumtreiber. Rumtreiber? Ach, einerlei. Ich will nicht die Klagen der Eterna spielen. Dieses Land hier ist um Längen besser als Nerim oder Arazial. Naja. Ja, dann erzähl mir doch einfach mal, worum es geht. Gegenvorschlag. Ihr setzt euch erstmal zu mir und wir spielen ein paar Runden Schlacht um Trioma. Dann sehen wir weiter. Und falls eine Zusammenarbeit zustande kommt, zahle ich auch. Erwartet keine Reichtümer, aber ey, genug, dass es sich für euch lohnt. Einverstanden. Na dann? Ich nehme an, du hast mitgebracht. Zweimal Miet, bitte. Vermutlich ja, Moment, Kalia. Ja, jetzt bin ich gerade zwischen zwei Quests gefangen hier. Ja, Moment. Jetzt bin ich zwischen zwei Quests hier gefangen gerade. Gerne doch. Schlacht und Treoma mit Esme spielen. Bestimmt auch ein Einsatz, maximal 80. Ja, nicht unbedingt 80. Machen wir mal vielleicht für den Anfang. Oh, 30. Na, Esme ist jetzt auch 30. Ich glaube, dann müssen wir, glaube ich, wer die höchste Punkte hat, glaube ich, gewinnt, glaube ich, so war das irgendwie. 2-2, das heißt, wir haben 8. So, ach, der machen wir nochmal einen Würfel. So, ihr habt die Stärke aus um 3 Punkte verstärkt, eure Stärke trägt nun 11 Punkte. Hat auch 8 gehabt, witzig. So, erstmal Stoßtrupp wies eine Stärke von 8 Punkten auf. Aber erstmal versteckt sie sich um 7. Hat verdammt. Ja, sie hat gewonnen. Verdammt. Gut. Ich hatte aber auch Glück. Los, noch eine. Da geht noch mehr. Maximal, wieso nicht 95? Gut, jetzt zweite Runde, würde ich sagen, nicht mal ein bisschen höher, gehen wir mal auf 50. Ja, oh, macht sogar 55 Groschen. Wow, 1. Gerade 10, also 11, 16. War schon mal ganz gut eigentlich. 16. Ich weiß gar nicht, wie hoch das gehen darf. Ich riskiere es mal, ich würfel nochmal. Jawohl, ihr habt die Stärke aus Trostrupps um 9 Punkte verstärkt. Eure Stärke beträgt nun 25. Sehr gut. Ah, oh, natürlich, auch 10. Ja, klar. Ja, nee, ne? Ey. Was ist das denn? Jetzt habe ich 80 Groschen weniger. Naja, scheiß drauf. Du hast mitgehört. Ey. Vermutlich kriegen wir hier nichts als Mähren und abergläubisches Gerede zu hören. Was sagst du? Wollen wir aufbrechen? Naja, gib mir noch kurz. Vielleicht haben manche Leute hier doch noch etwas Interessantes zu erzählen. Wie du willst. Gib mir einfach Bescheid, wenn du los willst. Tatsache, 2 Siege. Das hätte ich nach diesem Tag wirklich nicht erwartet. Jetzt bin ich gerade gefangen zwischen 2 Quests, auch interessant. Tatsache, 2 Siege. Das hätte ich nach diesem Tag wirklich nicht erwartet. Aber schön, mal wieder zu spielen. Ich bin richtig aus der Übung gekommen. Ja, hat man gemerkt. Also, wie sieht's aus? Steht euer Angebot noch? Um ehrlich zu sein, bin ich dankbar um jedes bisschen Hilfe, das ich kriege. Und wie gesagt, ich kann zahlen. Das Angebot steht. Worum geht's denn? Ich suche jemanden. Aber reden wir bei meinem Lager in Ordnung. Elrond braucht Futter und ich habe ihn schon viel zu lange allein gelassen. Elrond? Mein Leor. Ah, okay. Ihr habt ein Lager in der Nähe? Sowas in der Art. Kommt. Erst mit ihrem Lager folgen. Ja, ich weiß nicht, es war gerade witzig, haben sich gerade quasi 2 Quests eingeschaltet, weil da wollten gerade meine Aufmerksamkeit. Oh, ist das kalt. Ach, daran werde ich mich nie gewöhnen.
Das ist übrigens mit Esma auch eine Quest 3. Ich glaube, die kam sogar auch durch die Forgotten Stories Erweiterung hinzu, glaube ich. Bin aber gerade nicht sicher. Das ist auf jeden Fall auch eine Questreihe, die wir machen können. Da wären wir. Und ja, darin wohne ich. Macht ihr doch schon mal ein Feuer. Ich kümmere mich um Elrond. Okay, das Feuer entfachen. Ich mache die Folge jetzt mal kurz ein bisschen länger, weil wir vorhin noch ein bisschen nach einem Eier gesucht haben. Danke. Also, ich fasse mich kurz. Ich bin auf Enderal, weil ich jemanden suche, der vor einiger Zeit aus meinem Leben verschwunden ist. Es geht um meine, wie sagt man hier, meine ehemalige Gefährtin. Ex-Freundin. Tara. Okay. Wie lange seid ihr denn schon hier? Seit einem Mond. Ich bin mit einem Handelsschiff aus Kile gekommen. Interessant. Ich bin auch Fremdländer. Aus Nerim. Nerim? Oh je. Kann verstehen, warum ihr geflohen seid. Aber stimmt, ihr habt einen leichten Akzent. Verstehe. Und ihr denkt, sie ist hier auf Enderal? Naja, ich habe vor einer Weile einen Brief bekommen. Damals war ich noch bei meinem Clan vor Unel'jar. Der Brief kam mit einem Myraden-Kurier, was mehr als nur ungewöhnlich war. Tara war auch Spielmannsfrau und Geld war in unseren Kreisen noch nie viel da. Euer Clan? Spielmannstruppen, Gaukler. Die wenigsten fahrenden Eterner reisen allein. Kennen wir noch die fahrenden Eterner aus Nerim? Was stand denn in diesem Brief drin? Dass sie etwas vorhat. Etwas verdammt Unvernünftiges. Ja, und was? Wenn ich euch helfen soll, sie zu finden, müsst ihr schon genauer werden. Was hatte sie vor? Ich... Tara. Sie war schon immer schwierig, wisst ihr. In sich gekehrt, verschlossen. Wenn man sie nicht kannte, wäre es leicht gewesen, sie als arrogant abzustempeln. Aber dennoch habt ihr euch in sie verliebt. Ja, trotzdem. Wahrscheinlich, weil ich ziemlich früh gemerkt habe, dass dieses Gebaren nur Selbstschutz war. Unter dieser Schicht war sie besonders. Ein unfassbar liebenswerter Mensch. Aber wie auch immer, worauf ich hinaus wollte, ist, dass Tara schon immer Schwierigkeiten damit hatte, glücklich zu sein. Sie hatte viel Mist erlebt und das hat sie irgendwie gebrochen. Es war, als gäbe es da diesen schwarzen Nebel, der sie Tag für Tag aufs Neue überkam. Mal war es erträglich, mal war es so schlimm, dass sie den ganzen Tag ihr Zelt nicht verlassen konnte. Okay, was hat sie denn erlebt? Unwichtig. Okay, und ich nehme an, ihr Schwermut hatte mit eurer Trennung zu tun? Teilweise, ja. Aber es ist etwas passiert vor ungefähr 2 Jahren. Wir hatten gerade einen langen Auftritt hinter uns gehabt, auf einer Art Ball. Tara ging in der Menge verloren und als wir uns wiederfanden, hatte sie einen Gesichtsausdruck, als wären ihr eben die 7 Lichtgeborenen erschienen. Sie war wie hypnotisiert. Was ist denn passiert? Sie hatte eine Frau getroffen. Sie war wie der Rest der Gäste auf dem Ball maskiert gewesen und hatte Tara gleich nach dem Auftritt angesprochen. Und wie soll ich es sagen? Die Frau erzählte ihr, dass sie eine Lösung für Taras Problem hätte. Wie genau sah die Frau denn aus? Ich weiß es nicht. Ich habe sie nicht gesehen. Aber laut Tara trug sie eine weiße Robe mit Kapuze. Oder war es eine graue? Ich bin mir nicht sicher. Ah, es klingt irgendwie ein bisschen nach dieser verschleierten Frau, die uns auch schon begegnet ist und die letztes Mal Jesper wiederbelebt hat. Eine Lösung für ihr Problem? Ja, ich hatte das Ganze schon bald wieder vergessen und ich dachte Tara auch, aber nun ja. Laut dem Brief, den ich ein paar Monate nach der Trennung bekommen habe, lag ich falsch. Dieses Gespräch hat sie wohl nie wieder losgelassen. Oh, okay. Also ist sie auf Enderal, um den Spuren dieser Frau nachzugehen, weil sie eine Lösung für ihren Schwermut kannte? Ja, und die Art und Weise, wie dieser Brief formuliert war, hat mir Angst gemacht. Weil es so endgültig klingt. Ich weiß auch nicht. Vermutlich ist es Irrsinn, dass ich überhaupt hier bin. Ich meine, sie ist eine erwachsene Frau und sie muss selbst wissen, was sie tut. Aber trotzdem, als ich das gelesen hatte, alles in mir hat sich zu sträuben begonnen. Als seht ihr einen Menschen, der euch einmal alles bedeutet hat, dabei zu, wie er auf den Abgrund zuläuft. Ja, es ist möglich, dass ich dieser Frau schon einmal begegnet bin. Was? Wann? Wie? Ja, wir sind als blinde Passagiere nach Enderal gekommen. Die Frau war auch auf dem Schiff und hat uns verraten. Mein Freund ist daraufhin hingerichtet worden. Im Namen der Sonne, das
Das tut mir leid. So fing ja alles hier an in Enderal. Und wer ist sie? Habt ihr eine Vermutung? Das ist die Frage. Ja, ich glaube, dass sie in etwas Größeres verwickelt ist, das hier gerade geschieht. Etwas Größeres? Verstehe. Dann meint ihr vermutlich den roten Wahnsinn, oder? Ja. Wie auch immer. Ich schätze, die großen Fragen müssen warten. Zuerst müssen wir Tara finden. Darf ich fragen, warum ihr euch überhaupt getrennt habt? Schwieriges Thema. Ich würde ungern darüber sprechen. Also nicht? Okay. Dürfte ich den Brief denn vielleicht mal sehen? Es könnte helfen. Sehen? Ich weiß gerade nicht, wo ich ihn habe. Später vielleicht. Also auch nicht. Mann, wie viel Information ich hier von dir bekomme. Ey. Unglaublich. Und habt ihr schon irgendwelche brauchbaren Spuren gefunden? Nur eine. Und laut diesem Söldner, mit dem ich in der Taverne gesprochen habe, führt diese ins Nichts. Auch wenn ich das Gefühl nicht loswerde, dass er bei der Arbeit geschlampt hat. Ah nee, wie viel Zeit? Das frage ich nicht. Dann erzählt mir von dieser Spur. Ich werde ihr nachgehen. Gut. Mein einziger Anhaltspunkt ist der Name des Schiffes, auf dem Tara von Kile aus übersetzte. Morgentau. Ein Handelsschiff, dessen Besatzung wahnwitzig genug war, trotz der Kriege das Rote Meer zu befahren. Morgentau? Als ich hier ankam, war die Morgentau angeblich erst vor kurzem wieder ausgelaufen. Und ich konnte niemanden finden, der einen Hinweis auf Tara gehabt haben könnte. Ach, sehr witzig. Guck mal, Morgentau, so hieß auch das Schiff, auf dem ich vor kurzem nach Endera gereist bin. Tatsächlich? Ja. Dann habt ihr Tara gesehen? Leider nicht. Ich war als blinder Passagier an Bord. Was wisst ihr über den Verbleib der Morgentau? Laut dem Söldner ist das Schiff auf einen Eisberg im Norden aufgelaufen und gesunken. Ah, witzig, ja? Mit etwas Glück können wir in der Kabine der Kapitänin noch was finden, das uns weiterhelfen könnte. Ein Logbuch, eine Passagierliste, irgendetwas. Die Kapitänin, die Sirius unserem Kuppel damals getötet hat. Position auf der Karte. So fing ja alles hier an. Die einzige Chance, die wir haben. Gut, dann werde ich mir dieses Schiff mal ansehen. Danke. Wie wär's? Wollt ihr noch einen Schluck warmen Gewürzwein, bevor ihr aufbrecht? Eterna-Spezialität. Oh, cool. Gerne. Gut, einen Moment. Gewürzwein. Das Wrack der Morgentau finden und nach Hinweisen auf Taras Verbleib die untersuchen. Okay. Nach einem langen Gespräch am Lagerfeuer habe ich von Esme erfahren, dass sie auf der Suche nach ihrer Gefährtin Tara ist. Diese soll mit einem Schiff getauft auf den Namen Morgentau nach Enderal übergesetzt haben. Bedauerlicherweise ist das Schiff kurz nach der Weiterreise an der Küste im Nordwindgebirge gesunken. Ihr soll herausfinden, ob es Informationen über Taras Verbleib gibt. Ei, da oben. Holy shit. Okay, es ist ein bisschen weit entfernt. Ja gut, aber ich würde sagen, ich habe jetzt wieso auch schon mir ein bisschen länger gemacht. Aber das habe ich gerade ein bisschen extra gemacht, weil wir noch vorhin noch diesen Eiern gesucht haben. Gut, beim nächsten Mal gehen wir noch in die Taverne, fragen ein paar Tavernengäste und dann gehen wir wahrscheinlich mit Kali Richtung in dem Schloss. Aber das machen wir alles zusammen erst in der nächsten Folge, meine Freunde. Bis dann.